Moin zusammen und willkommen zurück zu Captain Toad Treasure Tracker. Im letzten Part haben wir uns vor ein paar Buhus gegruselt, haben ein paar Parapöhnchen einfach mal am Leben gelassen, weil sie es verdient haben. Und haben uns noch ein bisschen durch den Wild West gekämpft, ein paar Schreigeister ein bisschen totgeschossen. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Sternenexpress im Schneesturm und schauen einfach mal, was uns dort erwartet. Auf jeden Fall ganz viel Abenteuer. Und Captain Toad. Und ein Express. Wie auch immer ich hier raufgekommen bin. So. So, ich finde es auch interessant, auf was man im Spiel alles achten muss. Alle Münzen einzusammeln, die Gegner am Leben zu lassen, nicht von den Shy Guys gesehen zu werden. Ein Obst einsammeln. Eine Rübel auf den Kopf tragen. So, ich nehme die jetzt einfach mal mit. Oder alle Gegner vernichten. Keine Ahnung, ich mache einfach mal jetzt alles kaputt, was mir vor der Rübe kommt. Shy Guy, gehst du bitte zur Seite. Dankeschön. Er hat mich gesehen, er hat mich gesehen, er hat mich gesehen. Oh mein Gott, oh mein Gott. So. Woo. Runtergerutscht. So, jetzt muss ich den ganzen Kram mitnehmen. Eule, oder was für ein Vogel du auch immer bist. Okay, keine Schlafattacke. Na gut. Dann halt nicht. Komischer Vogel. Gut. Dann eben gucken, ob ich irgendwas vergessen. Da drin ist auf jeden Fall ein Todi. So. Gehen wir mal auf die andere Seite. Okay. Bis jetzt noch nichts eingesammelt. Das macht mir ein bisschen Sorge. Aber hier ist auf jeden Fall ein Todi drin. Der gibt mir erstmal einen Pilz. Was haben wir da? Kann ich da was machen? Nicht? Nicht? Darf ich nicht? Oh Mann, ich wollte Schuhschuh machen. Na gut, doch nicht. Ach, der Vogel war hier. Deswegen hat er mich nicht. Ah. Okay. Das ist Shy Guy. Kann ich an dem vorbei? Nein, kann ich nicht. Da ist ein... Komme ich denn da ran? Ach, da ist eine Tür. Moment. Ja, das macht auch Sinn. Ich kann auch den Block hier einfach mal so machen. Das schiebt mich aber dann wieder hier zurück. Okay, ich kann hier rausgehen. So. Ach, Toni, was... Toni, was machst du da? Ich wollte hier noch rein. So. Ach, das ist wieder so eine. Gut, dann können wir jetzt hier hoch. Warte mal ein bisschen Boulder. Ja, genau. Dass er sich umgedreht hat. So, können wir dann unter durchspringen. Springen wir auf den Steiger hier drauf. Dann können wir hier hoch. Hier rüber. Ich weiß immer noch nicht. Ach, ich kann ja einfach durchlaufen. Okay. So, dann haben wir das auch. Weiter geht's. Ich habe irgendwo einen übersehen. Okay. Den. Den. So. Haben wir auf dem PC, das ist gut. Da ist eine Tür. Da ist was drunter. Wie kriege ich das denn jetzt kaputt? Moment. Ist da irgendwas drunter? Nein. Ha. Habe ich da irgendwas zugebaut? Nein, habe ich auch nicht. Interessant. Was habe ich da, wo ich da Brücke kaputt machen kann? Ob ich die kaputt machen kann, ist eine andere Frage. Das wollte ich nicht. Warum kann ich hier oben rauf? Kann ich irgendwo raus? Kann ich da zur Tür raus? Ja, kann ich. Okay. Oh, hi. Die leuchtet ein bisschen im Dunkeln. So, dadurch. Dann hier hin. Weg, 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 weg. Ich muss hier mal durch. Ich muss hier mal durch. So. Wo habe ich denn jetzt den ersten vergessen? Wahrscheinlich oben irgendwo.
So grandios dran vorbeigelatscht. Das kann ich ja gut. Bäh. So, hier lang. So. Geht mal weg. Ich muss hier durch. Dankeschön. So. And I got a star. Okay, ich glaube, der Vogel hat es auf die Sterne abgesehen und nicht auf uns. Ich möchte jetzt aber trotzdem noch mal rein, allein schon wegen dem einen Kristall und wegen den einen Pilz. Habe ich irgendwo liegen lassen. So, Todi, dann gucken wir uns noch mal genau um. Ich drehe mal die Kamera einfach in diese Richtung. Oh, guck mal, was da ist. Na Mensch, so, jetzt müssen wir nur noch den einen Pilz finden. Schmuggeln wir uns bei den ganzen Schweigers mit vorbei. So. Hier war ja nichts außer Münzen. Ich muss mal eben ganz kurz, Moment. Kloß im Hals. So, wo ist das Einopilz? Wo ist das Einopilz? Der Einopilz. Das Pilz. Wo ist das Pilz? Von ihm hatten wir ja den Dingens bekommen, genau. Ich habe das Gefühl, das hat mit dem Teil hier irgendwas zu tun. Habe ich das Gefühl, aber. Ah, Moment! Da ist er! Na klar, das hat ja die Form von den. Also die Aura, dieses Leuchten. Von den Blöcken, die wir verschieben konnten. Und ich habe schon wieder vergessen, dass der Vogel darunter fällt. So. Gut, jetzt brauchen wir nur noch durchzulaufen. Ups. So. Und dann hier noch durch. Nein. Ich sollte auch aufs Gamepad gucken, wie ich das mache. Und nicht auf dem Fernseher. Das könnte besser funktionieren. So, hier brauche ich ja nicht lang. Kann ich einfach durch. So, und durch den letzten Waggon jetzt. Gerne heile. Ich muss ja nicht immer hier Kamikaze machen. Genau, wie bei den Pufus. Aber ich mache jetzt Kamikaze! Stirb die blöden Parapünktchen da! War was? Nö. So, jetzt haben wir alles. Und jetzt können wir weiter den Vogel hinterher, der uns einfach mal geklaut hat. Samt Stern. Schon wieder. Das überspringen? Ja, ich kann das überspringen. Haben wir ja schon gesehen. So, Steinchen haben wir, ein Opa haben wir, Stempel haben wir auch gekriegt. Und ja, da sehen wir schon, dass wir fallen gelassen wurden. So, Mission rettet Toadette. Bingos Wachturm. Da mal los. Fight time! Okay, da will er uns ein bisschen imponieren. Mach keinen Scheiß hier. Ich glaube, der hat mal Kamek gehört. Der ist ja wahrscheinlich ein bisschen zu groß geworden und dann ein bisschen übermütig und ist jetzt wild nach Sternen. Ich möchte... lass mich dahin. So, erstmal gucken, was hier abgeht. Auf jeden Fall ganz viel Gewinde. Ich will nicht runterfallen. Böser Vogel. So. Lass mich den Vogel aber erstmal links liegen und sammeln hier alles ein, was wir einsammeln können.
fliegt er aber im Kreis. Das ist ja nicht das Problem. So, hier haben wir da. Oh, 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 oh. Ah, Todi, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Ich glaube, hier können wir nämlich runterfallen. Das sollten wir, glaube ich, vermeiden. Uah. So, jetzt gehen wir hier hoch. Was haben wir da denn? Münzen. Das sah gerade aus wie Baumstämme. So, jetzt können wir uns darum gucken, ein bisschen weiter nach oben zu kommen, glaube ich. Weil hier haben wir alles soweit abgegrast. Uah. Oh, Moment. Oh. Kommen die bis hier hin? Ja. Vogel, kannst du das mal eben wegmachen? Das wäre sehr nett. Hallo. Ah, es macht doch nicht so Wind hier. So, ich mach gut die Blöcke weg. Das wäre voll nett. Dankeschön. So. Ich nehm das. Ah! Nicht, nein, nicht so viel Wind. Ich will doch nur das Steinchen haben. So. Ist ganz schön windig hier. Gut. Dann haben wir das hier auch. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Das war jetzt gerade sehr unpraktisch. Muss mich beeilen. Hör doch mal auf, so einen Sturm zu machen. So. So. Jetzt nicht wieder runterfahren. Ich wollte hier runter, genau. Und dann wollte ich den hier hoch machen. Nimm das! Oh. So. Ich brauche mal eben die Blöcke hier. So. Kriege ich auch das Steinchen, was da drin ist. Da. So. So, im Warten, bis er fertig ist, das fahre ich hier runter. So, Toni hat voll Schiss. Oh mein Gott, das ist aber ein großer Vogel. So. Weiter durch. Ja, auch einfach mal weiter durch. So. Ich glaube, er wartet auf mich. Kann das sein? Ja, ich glaube, er wartet auf mich. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Toilette, ich bin gleich bei dir. Moment. Und. Wuhu. Wow. Das ist eine Menge Gold, die du hier hast. Oh Gott, oh Gott. Ah. Uah. Das ist eine große Rüben. Toni, Toadette, ich hab dich getroffen. Sorry. So. Und. Aua. So. Oh. Ich glaube, er ist böse. Toadette, ich rette dich. Ah, danke. Das hat sie von Prinzessin Peach gelehrt. So. Wuhu. Oh, ich bin rausgekriegt. Oh, wow, 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 wow. Ich hab mich getroffen. Aua, er hat mich getroffen. Ah. Weicht da einfach aus. Halt, 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 komm wieder weg. Ah! Oh mein Gott! Ah! So. Bleibst du da? Ja. Aber ich nicht. Verdammt. Das ist witzig. Blöder Vogel. Ich krieg dich noch. Du wirst an deinen eigenen Rüben ersticken. So. Ich habe auch die Eigenschaft, es richtig gut zu timen, unter die Rüben zu landen. So. So, her mit den Rüben. Also die landen da, wo ich hinlaufe. Okay.
Oh, schade, gehe ich nochmal. So, Toilette, kriegen wir mal wieder einen Pilz. Woohoo! Nicht ein alter Peach-Manier. Nicht gut. So, das können wir wieder. Wie gesagt, da wo ich hinlaufe, deswegen wäre das besser, da ausweichen. Genau, der fährt dann auch nochmal aus. So. Oh, das war schon. Erstick an der Rübe, Mann! Toadette, geht's dir gut? Brauchst du einen Chiropraktiker? Wo hast du den Stern gelassen? Ah, Toadette, ich hol dich schon raus. Pass auf. Ah. Und sie freuen sich. Woo! Das ist irgendwie niedlich. Könnte ich mir den ganzen Tag angucken. Ja, okay, ich nehme ja schon den Stern. Wuhu, wir freuen uns. Wie kann es da? Again! Schön. Okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das schon gewesen war. Denn dafür wäre das Spiel viel zu kurz. Aber dennoch kann ich schon mal sagen, sehr, sehr schönes Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich war sehr überrascht, positiv überrascht von diesem Spiel. Ich hätte nicht gedacht, dass da so viel Liebe auch wieder drin steckt. Man kannte diese Level ja schon aus Super Mario 3D World und war natürlich totaler Begeisterung drüber und den Fans auch, weil es richtig toll gemacht ist auch. Zwar mal schade, dass Toni nicht springen kann, aber dafür kann er mächtig gut austeilen mit seinen Rüben. So ist es ja nicht. Und ja, ich bin jetzt echt mal gespannt, was da uns jetzt noch auf uns wartet, weil ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es das schon gewesen sein soll. Das wäre ein bisschen sehr kurz, ne? Aber Hauptsache, wir haben Toadette wieder befreit. Der Vogel hat mächtig auf die Rübe gekommen. Mit Rüben. Okay. Sorry. Naja, bringen wir Toadette mal nach Hause. Oh, Feuerwerk! Die Messe ist doch schon vorbei! Richtig schön. Doch, ist echt schön. Auch wenn ich Tonis nicht so gerne mag. Aber es ist schön. Es macht Spaß, das Spiel. Doch, es macht wirklich jede Menge Spaß. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Schauen wir mal, wo die Lore uns hinbringt. Oh mein Gott! Ah! Toadette! Whee! Yay! Ach Gott, ist das putzig. Ende. Ja, ich glaube nicht. Ah, 70 Münzen immer noch sammeln müssen. Was war das denn für ein Speichermännchen? Niedlich. Todi-Speichermännchen. So. Episode 2 ist unverfügbar. Natürlich ist das Spiel noch nicht zu Ende. Wie gesagt, das wäre zu einfach gewesen. Super, gut. Damit sehen wir auch mal den Titelbildschirm. Und Bonus haben wir auch schon. Oh, oh, oh. Naja, nichtsdestotrotz. Den ersten Teil war abgeschlossen, bis auf die 70 Münzen, die wir dann noch hätte sammeln sollen. Bloß ich war dabei wieder zu faul. Der hat gar keinen Münzenrekord registriert. Ich habe doch Münzen eingesammelt. Komisch. Naja, jedenfalls werde ich mich da noch mal eben aufgeschrieben drum kümmern. Sind Münzen. Wir haben gesehen, da sind viele Münzen da rumfliegen. Außer der Vogel. Außer dem Vogel. Ganz viele Münzen. Der hatte ganz viele Münzen auf dem Turm drauf, also von daher. Ah, ich bin einmal gestorben, deswegen vielleicht hat er die nicht registriert. Na gut, darum werde ich mich kümmern. Offstream auf jeden Fall. Und danach kümmern wir uns als nächstes um Episode 2. Ich bin gespannt, was noch alles auf uns zukommt. Ich hoffe ihr auch und ich hoffe, es hat euch gefallen bis jetzt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Captain Shory. Also tschüss und bis dann.